Pandora tomorrow. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play unserer kleinen Splinter Cell Reihe. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Und bevor wir anfangen zu quatschen, erstelle ich mal hier einen neuen Spielernamen. Das ist mein privater Save, Kevin Bleier heißt der, mit dem ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe. Und jetzt erstellen wir mal einen neuen. Und zwar nenne ich den einfach mal... Moment, hier. Jan KLP. So, wir spielen hier auf normal und los geht's. Door tomorrow. Oh Gott. Mit der korrekten Bewegungstaste WSAD können Sie den Stift lockern. Drücken Sie dann in schneller Folge die entsprechende Taste, bis sich der Stift löst. Zuvor speichere ich erst einmal. Moment, ich muss erst mal schauen, wie die Steuerung so ist. Moment, Steuerung ist speichern. Wie speichert man Quicksave, will ich hier wissen. Quicksave. Ich weiß, ich hätte es vorher anpassen sollen, aber da war ich zu faul dafür. Ich wollte das Spiel jetzt einfach mal losspielen jetzt. F5. Ich glaube, das kann man das umstellen. Ne, es geht leider nicht. Okay, ich muss mir merken, F5, F8, okay. Gut, muss ich mir angewöhnen jetzt. Okay, ich drücke F5, es passiert nichts. Anscheinend müssen wir zuerst diesen Stift lockern. WS. Ah, da tut sich was, da tut sich was. Und gleich haben wir's. Ja. Das war wohl nicht dein Tag. Tja, Simulationen liegen mir nicht. Die NSA hat angerufen. Es gibt ein Problem in Osttimor. Was für ein Problem? Ein großes. Was hat Douglas damit zu schaffen? Das ist es, was du herausfinden sollst, Sam. Okay, US-Botschaft in Dili, Osttimor. 28. März 2006 diesmal. Nicht wieder wie beim ersten Teil 2004, jetzt haben wir 2006 inzwischen. 18.27 Uhr. Dringen Sie in die Botschaft ein. Der Naran dann... Door, eine indonesische Guerilla-Bewegung unter Führung des charismatischen Guhari Sadono hat die US-Botschaft von Dili überfallen und das Botschaftspersonal als Geiseln genommen. Dieser Angriff richtet sich gegen die Installation von US-Militärbasen in Osttimor. Und fangen wir jetzt an, dieses Spiel durchzuspielen. Also, los geht's mit Splinter Cell Pandora Tomorrow. Fischer. Ah, schnell, schnell. Willkommen an der Front. Ja, die Grafik ist ziemlich anders als im ersten Splinter Cell Teil. Alles ist viel dunkel gehalten. Wir haben hier immer noch unser altes Nachtsichtgerät. Unser Wärmebild haben wir auch noch.
Unsere Pistole haben wir auch noch. Was machst du, Fischer? Ich steche in See. Ich erkläre ja erst einmal das ganze Zeug, ne? Wie aus hier alles, wenn er dann mir... Also alles ist immer noch wie beim alten, bloß dass das Menü ein bisschen anders aussieht. Viel schöner. Zudem ist jetzt die Alarmanlageanzahl angelegt. Wir dürfen jetzt nur maximal einmal erwischt werden. Quatsch, wir dürfen überhaupt nicht erwischt werden, sonst haben wir verloren. Die Steuerung ist, wie gesagt, immer noch gleich. Arbeiten wir an deiner Tarnung. Deine Waffe sollte immer nur das letzte Mittel sein. Unsichtbarkeit ist dein bester Freund. Wir haben Fotozellen an deiner Kleidung angebracht und mit dem Offset verbunden. Wenn der Wert 3 erreicht, leuchtest du wie ein Weihnachtsbaum. Ja, das ist erstmal so ein kleines Tutorial, wie auch im ersten Splinter Cell Teil. Okay, hier ist eine Leiter. Die können wir ganz einfach hochklettern. Ja, Tutorial gehört halt dazu zu Videospielen. Da führt kein Weg vorbei. So, und ich würde sagen, wir setzen mal erst unseren ersten Save. Und zwar 001. Setze ich den jetzt einfach mal. Das ist Level 1, deswegen 001. Ich versuche jetzt auch ein bisschen das Speichern ein bisschen, wie sagt man, organisierter zu machen. Um einen Balken zu greifen. Ja, ich glaube, das muss ich nicht vorlesen. Falls ihr das Tutorial wissen, also falls ihr wissen wollt, wie es geht, schaut dann den ersten Part des ersten Splinter Cell Let's Plays an. Ich möchte es jetzt eigentlich nicht so weiter erklären, weil wir das ja schon gemacht haben. So, okay, klettern wir jetzt einfach mal wieder hoch. Wir müssen uns hier dranhängen, habe ich ganz übersehen. Okay. Die Steuerung ist ja immer noch dieselbe, genau, gut. Zudem können wir jetzt Folgendes machen. Das konnte man im ersten nicht machen. Im ersten Splinter Cell Teil und nämlich sowas. Finde ich ziemlich cool gemacht. Und ja, und los, und weiter geht's halt. So, hier noch ein kleiner Quicksave. Drücken Sie die Sprungtaste. Ja, das haben wir schon gemacht. Das müssen wir jetzt nicht noch mehr machen. Also das ist halt das hier mit den Ranhängen. Was? Wenn Sie mit den Beinen an einem Rohr hängen, können Sie mit der Ziehentaste die Waffe ziehen. Ja, das hat man schon. Das haben wir, habe ich euch ja vorhin gezeigt. Hier nochmal ein kleiner Quicksave und runter mit dir. Nein, nicht wieder nach oben, nach unten, nach unten! Gut. So. Drehen Sie in die Botschaft ein. Das ist unser Ziel. Was zeigt unser Offset an? Moment, Offset ist nicht mehr auf der Escape, sondern hier auf der F1-Taste. Drehen Sie in die Botschaft ein, wählen Sie den Gegenstand mit der Maus aus, drücken Sie die Pfeiltaste, bla bla bla. Okay, das sind wieder solche ein paar Daten. Karte von Indonesien. Osttimor ist hier auf der Weltkarte, falls ihr nicht wisst, wo Osttimor liegt. Ich als bekannter Erdkunde-Experte kenne mich da schon aus. So, hier sind wieder solche Notizen, die werde ich ab und zu mal durchlesen, falls es zum Laggen anfangen sollte. Was im ersten Splinter Cell Part auch sehr häufig war. Da haben wir auch uns immer die Zeit damit totgeschlagen. So, okay, hier ist eine Tür. Setzen wir hier mal die flexible Optik ein. Ist auch wieder ein bisschen neu gemacht. Jetzt müssen wir hier nicht immer dieses Gegenstand hier aus dem Menü auswählen, sondern es wird hier gleich angezeigt. Dieses flexible Optik. Finde ich auch ganz cool gemacht, eigentlich. Okay, hier ist kein Gegner oder irgendjemand. Wir können diese Tür ganz sicher öffnen. So, da hat jemand seinen Teller liegen gelassen. Oh mein Gott. Hier fleckt, na, Dietrich, die müssen wir mit einem Dietrich öffnen. Aber zuvor noch schauen, was dahinter ist. Hier ist nichts, okay. So, das mit dem Dietrich ist wie in dem ersten Splinter Cell Teil, also nichts Neues. Und wieder so nervig wie im ersten Splinter Cell Teil auch. Okay. Gut, hier geht's nach oben. Lalalala. Also bis jetzt ist es noch ziemlich leicht, weil noch keine Feinde da sind, aber die Feinde kommen gleich. Ja, hier könnte man theoretisch jetzt pennen, wenn man faul... Was machst du da? Okay, der läuft jetzt da automatisch hoch. Das ist wahrscheinlich auch neu. Das gab es im ersten SC auch nicht. Ich sag jetzt nur noch SC als Abkürzung. Geht die flexible Optik? Okay. Das ist ja cool. Na gut, nach unten springen. Spring nach unten, Sam. Nach unten mit dir. Na los, schneller, schneller. So, okay. Oh Gott, okay, das ist schon länger. Bevor du in die Boot...
Botschaft eindringst, möchte ich dir Mr. Brunton vorstellen, unseren innerdienstlichen Berater. Er hat Neues zur Mission. Ich fasse mich kurz. Es freut mich sehr, nun zum Team zu gehören. Der Stab wünscht, dass die Mission keine Opfer fordert und ohne Alarm abläuft. Wir dürfen die Geiseln auf keinen Fall gefährden. Verstanden. Aber bei allem nötigen Respekt, verschont mich mit unnötigen Informationen. Davon bekomme ich höchstens Kopfschmerzen. Dring in die Botschaft ein. Die Lage ist heikel und unübersichtlich. Also bewege dich vorsichtig. Ja, immer doch. So, ich würde sagen, hier setze ich wieder in einen normalen Safe. Und zwar 002. Oder nee, mache ich 0010 1. So. Oh verdammt, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich die W-Taste gedrückt gehalten. Okay. Alles in bester Ordnung. Ist jemand? Hallo? Nee, okay. Hier ist auch nichts. Oder? Da ist was. Also die Atmosphäre ist ziemlich cool. Alles schön dunkel. Gruselig gehalten ein bisschen. Finde ich ganz cool gemacht. So, hier nochmal schnell speichern. Ich hab doch gerade... Achso, das war ein Autosave. Ah, da liegt Moni. Her mit der Moni. So. Haben wir... Okay. Wir haben schon nachgeladen gehabt. Und jetzt aber... Dings geht da rüber. So. Und... Oh, da ist unser erster Feind. Wenn sie durch eine Tür oder einen... Ja, jetzt zeige ich euch wieder was Neues. Und zwar können wir hier bei solchen Abständen, wenn wir hier durch bei einem Durchgang sind, können wir sowas machen. Und ja, finde ich auch ganz cool gemacht. Also ich finde eigentlich alles neu cool gemacht. So, ich würde sagen, den wir fragen wir mal und nehmen wir mal schnell mit. Komm du mal mit, ja? Na, was ist denn, hä? Hast du nichts zu sagen? Tja, dann gute Nacht. Pistole durch die Wand ist auch mal ein cooles Feature. So, oh Gott, ich sollte besser Wärmebilder aktivieren, okay. Okay. Ah, was haben wir denn da? Das sind doch unsere alten Freunde aus dem Schlachthaus-Level. Minen. Na, Minen. So, Minen können wir ganz einfach ausschalten, indem wir auf die schießen. Wir können sie auch, wir können auch auf die zugehen und sie manuell entschärfen, allerdings ist es viel riskanter. So, ist hier noch jemand? Ich probiere es einfach jetzt mal, die manuell zu entschärfen. Oh ja. So, man muss gut gehen. Oder geht es? Oder habe ich mich das irgendwie... Ich habe das wahrscheinlich anders in Erinnerung. Ne, hier ist nichts. Okay. Dann würde ich sagen, wir können auch da eigentlich drüber springen. Hier ist ja eine schöne Kiste, die bietet sich hier ganz schön an. Unser Arsch erneut für die USA. Oh! Aha! Okay. Und weiter geht's. Das war die erste brenzlige Situation in diesem Let's Play. Aber es kommen noch viele weitere. Wir können auch hier einfach wieder Licht ausknipsen. Hier mal als Beispiel. Na, hier mal als Beispiel. Hier mal als Beispiel. Oh Gott. Wo denn? Wo sind die? Das lebt jetzt ein kleines bisschen. Immer wieder ein Spagat. So, hier geht's hoch, glaube ich, oder? Ne, hier geht's hoch. Verdammt. Ach ja, zusätzlich können wir hier was Neues machen. Was ich im ersten Splinter Cell Part total vermisst habe. Und zwar das hier. Yay, Pfeifen! Damit können wir die Feinde auf uns aufmerksam machen und sie in Fallen tappen lassen. So, du springst jetzt da hoch! Los, hoch mit deinem Arsch! Was ein Spagatsprung, ja, kennen wir schon. So, jetzt hoch mit dir. Oh, eine Schaufel. Schnapp sie dir und tu ein paar Feinde damit erschlagen.